Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten wundervollen Reaktionsvideo von mir. Danke. Ladies and Gentlemen, cool. Wir sind mal wieder drin im neuen Video von Dashcam Drivers Germany. Chat, ich find's wirklich süß, wie ihr so am Anfang Hallo YouTube reinschreibt. Ich mag das richtig gern. Zu den YouTube-Zuschauern seid ihr auch netter als zu mir, muss ich an der Stelle sagen. Also YouTube-Zuschauer, fühl dich gegrüßt, der ganze Chat schreibt dir Hallo rein. Sehr, sehr süßes Verhalten. Gut, man kann auch nett zueinander sein. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, wir gehen ins neue Video von Dashcam Drivers Germany rein. Und heute gibt es einen Titel, der den einen oder anderen wahrscheinlich zum Rasen bringen wird. Und damit meine ich jetzt nicht auf der Autobahn rasen, sondern halt aggressiv. Titel ist nämlich Verrückter Radfahrer, beschleunigen beim Überholtwerden und Kreisel. Okay. Fahrradfahrer im Titel, das kann nichts Gutes heißen. Wir sind drin im Video, lädt euch zurück, genießt, es geht auch schon los. Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. Ampel wird grüner. Los geht's. Hä? Ach, so viel dazu. Ist aber okay. Also er ist zwar über Rot gelaufen, ist aber okay, Chat, weil er ist gerannt. Kennt ihr diese Leute, die haben Rot, du hast Grün als Autofahrer und die gehen ganz normal weiter. Die beschleunigen nicht. Die gehen ganz normal weiter aus Provokation, um zu zeigen, so ey, mir doch scheißegal, wenn ich Rot hab. Ich mach, was ich will hier. Bin Fußgänger, ganz entspannt. Boah, das hasse ich. Da war das Handy wohl mal wieder wichtiger. Aber jetzt geht's wirklich los. Alter, Junge. Wie? Ey, was zur Hölle ist mit den Leuten los? Das ist einfach nur ohne Worte. Drum, hier nehmen wir jetzt mal ein bisschen Tempo raus. Es wird aber nicht weniger absurd. Guck mal auf das von rechts kommende Auto. Okay. Also erstmal möchte ich anmerken, dass das in München sein müsste. Wir beobachten das rechte Auto. Der heißt nicht so ein oder... Ach, der steht als Geisterfahrer drin, oder? Ja, hohe Dinge, das sind Kunstwerke, also Storchfiguren. Moment. Das ist falsch gelaufen. Was? Da hat sich jemand verirrt. Und die Polizei ist direkt da. Ja. Wo? Und die Polizei! Ah, stimmt! Aber die machen nicht mal was. Ja, lol. Ist euch sowas schon mal passiert, dass ihr als Geisterfahrer irgendwie eine Kreuzung reinfahrt? Dass ihr euch einfach in der Straßenspur geirrt habt? Ich überlege gerade, also wenn es mir passiert ist, dann ist es sehr lange her, Digga. Wo will der eigentlich gerade hin? Geradeaus? Aber auch geil, dass die Polizei es einfach gar nicht juckt. Klar, wenn man schon falsch ist, dann muss man auch durchziehen. Lieber nach rechts, um die Situation hier schnell aufzulösen, das ist logischerweise keine Option. Nee, aber schon oft gesehen. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass man das öfter bei Frauen sieht. Von dieser Aussage distanziere ich mich. Wenn ich jetzt so reflektiere, habe ich es wahrscheinlich auch öfter bei Frauen gesehen. Soll aber nicht heißen, dass Frauen schlechte Autofahrer sind. Ja? Also von solchen sexistischen, frauenfeindlichen Aussagen im Chat distanziere ich mich ganz klar und deutlich. So, und jetzt? Ja, komm. Frauenpower! Okay. Aber ja, gut. Irgendwie ist er ja noch weggekommen. Aber mit dem Falschsein kennen wir uns auf jeden Fall aus. Wie wir ja wissen, wenn sich in der Baustelle die Spur trennt, dann kommt man nur links ans Ziel. Als ob du da nicht wieder zurückkommst. Weil ich frage mich hier eine Sache. Was zur... Wisst ihr, was ich aber bei so einer Situation schon öfter hatte? Eins, wer das auch hatte. Autobahn, Baustelle, Spuren splitten sich und du hast irgendwie kurz Angst, dass du ein Geisterfahrer bist, wenn du links fährst. Habt ihr das auch manchmal, Chat? Also manchmal, dann muss ich mich irgendwie also richtig anstrengen, um zu denken, dass ich check, ich bin kein Geisterfahrer, wenn ich da reinfahre. Komische Situation irgendwie, aber haben einige im Chat. Hölle, war hier denn bitte schon mal passiert? Irgendwie echt ein Klassiker, komplett zerstört die Leitplanke. Boah. Aber man muss ja unbedingt nach links, komme was wolle. Ja, das war tatsächlich schon ein bisschen knapper, aber wie wir ja wissen, alle guten... Und größter Pain ist, Chat, Baustelle, die Spur splittet sich, du entscheidest dich für die linke Spur, die dann auch einspurig ist. Meistens ist ja die rechte Spur zweispurig und auf der einspurigen Spur fährt dann ein Schleicher.
Und das über 4 Kilometer. Und du kannst ihn nicht überholen, weil es einspurig ist und kein Platz ist zum Überholen. Das ist der maximale Pain. Fährst links, weil du denkst, da ist safe schneller. Und dann fährt da einer mit 60 km/h in der 100er-Zone oder sowas. Dinge sind drei. Das habe ich heute gleichzeitig für euch mitgebracht. Robert. Wolltest du da nicht einen Film zu machen? Alter, was zum Teufel? Ja, nee, mache ich nicht, weil macht ja keinen Sinn mehr. Ab 1. August. Allerdings, aber das Allerbeste ist, hätte man auf die Schilder geguckt, dann hätte man gesehen, dass die linke Spur ans gleiche Ziel geht. Ey, es ist unfassbar. Da wird man wieder riskiert, sich die Karre kaputt zu fahren für nichts und wieder nichts. Alter, du siehst doch nichts. Bist du irre? Ach, das ist dann mal wieder das tägliche Roulette-Spiel. Aber die Person hier ist... Falsch, in der Nacht sieht man nämlich, wenn ein Auto kommt, wegen Scheinwerfer. Richtig, Chat? Und darauf verlässt man sich dann auch. Man muss nicht mehr gucken, weil da, wo keine Scheinwerfer sind, kommt auch kein Auto. Spaß, mach das bitte nicht. Also ich glaube, das kennt jeder von uns so ein bisschen, aber nein, ist trotzdem gefährlich und machen wir nicht. Davon distanziere ich mich dann auch selbst wieder. Sowieso die Kompetenz auf Rädern, denn gelohnt hat sich's obendrauf auch nicht, eine Minute später an der Ampel. Ist halt wirklich dumm, Chat, weil stell euch mal vor, da kommt ein Motorrad. Da kommt ein altes Motorrad oder ein Roller oder sowas, der nicht so ein starkes Licht hat und dann kracht's halt. Klassischer BMW-Fahrer. Ja, und driften kann die Person dann auf jeden Fall auch schon mal nicht. Yo, Shots fired. Vor allem, Digga, er versucht zu driften und fährt dann hier fast noch in den Gegenverkehr rein. Ja, und kann die Person dann auf jeden Fall. Normalster BMW-Fahrer, Chat, wirklich. Hier war auch schon mal nicht. Hier sind wir jetzt in der Baustelle unterwegs und die linke Spur hier, das ist eine 2,2 Meter Spur. Darf der da überhaupt fahren auf der Spur? Das glaube ich nicht. Und der Iveco hinter uns. Alter, gutes Gefühl aber für sein Wohnmobil. Der ist garantiert mal deutlich breiter als die 2,2 Meter. Boah! Boah! Der fährt da auf dem Randstein. Weißt du, da werden sich halt lieber die Reifen kaputt gefahren oder im Zweifel auch mal die Außenspiegel am LKW, als auch nur 5 Minuten später anzukommen. Das sind so die Kandidaten, dann gibt's mal ein richtiges Ping-Pong und am Ende stehen alle dahinter wieder. Ist der dem gerade reingefahren? Unschuldig, stundenlang in der Vollsperrung. Ich kann's einfach nicht verstehen. Hey, da ist dem noch reingefahren, oder? Als auch nur 5 Minuten später anzukommen. Das sind so die Kandidaten, dann gibt's mal ein richtiges Ping-Pong und am Ende stehen alle dahinter wieder unschuldig stundenlang in der Vollsperrung. Ich kann's einfach nicht verstehen. Hier sind wir jetzt mit dem Ben unterwegs und hier haben wir so ein Verhalten. Also man könnte es wirklich hassen. Wir haben hier jetzt keine Geschwindigkeitseinblendung. Ich kann euch aber schon sagen, es geht um das Auto, was da ganz vorne auf der rechten Spur fährt. Ich rechne euch jetzt im Verlauf dieses Videos immer die Geschwindigkeit von dem Auto auf der rechten Spur aus und blende euch die unten rechts ein. Einfach mal wirken lassen. Okay, fährt 81 km/h. 84, 86. Der gibt Gas, oder? Der gibt Gas, der rechts. Ist das ein W***? Sowas hasse ich auch. Das ist... Oh. Ist das ein Arsch? Und mal ehrlich. Das ist einfach völlig lächerlich. Der steigt hier voll aufs Gas drauf, nur um jetzt wieder zu bremsen. Was ein Volltrottel, Digga. Eins, wenn das ein Trottel ist, sowas geht nicht im Straßenverkehr und sowas mögen wir hier gar nicht. Der wollte bestimmt einfach nur zeigen, wie schnell sein Kia ist mit 160 PS. Ah, mich überholst du nicht. Hab nämlich Kia Sport gekauft. Aber warum denn bitte? Der Einsender beschleunigt hier im Reflex am Anfang auch erst noch mit. Das war einer aus dem Chat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Weil im Kopf ist man halt irgendwie drauf programmiert, dass man ja vorbei will. Er lässt das aber ziemlich schnell dann doch bleiben, geht vom Gas und ordnet sich dahinter ein. Und das war auch das einzig Richtige in dieser Situation. Das Verhalten vom Kia hier, erst mit 80 rumdümpeln, aber wenn man überholt wird, auf 140 beschleunigen. Es ist einfach völlig lächerlich. Unglaublich. Das hier, das ist doch definitiv eine dreispurige Straße. Motorradfahrer, ich kann die auch nicht leiden. Zumindest wenn es nach Motorradfahrer geht, also das war irgendwie schon ein bisschen eng, aber schlimmer geht immer. Was? Du Blöde. Was?
Das hast du jetzt gesagt, aber heute haben wir wirklich jede Fahrzeugklasse dabei mit bescheuerten Überholmanövern. Erst der Irre hier vom Videobeginn, dann der mit dem Motorrad, aber habt ihr schon mal ein lebensmüdes... Der ist einfach lebensmüde. Ja, man muss auch sagen, Chat, Motorradfahren ist ja schon gefährlich. Und Leute reden immer davon, wie viele Motorradfahrer sterben jedes Jahr und so. Und das ist ja auch so. Ich würde aber behaupten, Chat, oft liegt es nicht an den anderen Autofahrern, also auch. Aber oft liegt es auch einfach wirklich selbst an den Motorradfahrern. Und das kennen wir auch alle, Digga. Vor allem, wenn man auf so schönen Landstraßen, kurvige Straßen fährt. Digga, ich sehe das so oft, wenn ich zum Silvensteinspeicher fahre. Das ist so ein Pass quasi, wo man halt ein bisschen... ja, rumballern kann. Da fahren so viele Motorradfahrer, wo ich mir jedes Mal denke, Bruder, du willst nicht, du hast hier keinen Respawn, wenn du da jetzt gegen die Leitplanke knallst. Ja. Also es, ja, muss man schon sagen, viele Motorradfahrer fahren einfach wie Trottel so. Überholmanöver vom Radfahrer gesehen auf der Landstraße? Nein, ich auch nicht, aber das können wir ja ändern. Jetzt kommt der Fahrradfahrer. Geisteskrank. Das ist komplett geisteskrank. Digga, er überholt mit seinem scheiß Tour de France Rennrad in der Kurve rechts. Das ist doch nicht, also... Denkt ihr, der hat einen Führerschein? Jetzt mal Hand aufs Herz, Chat. Danke. Ich glaube, das große Problem, und das würde auch alles bei Fahrradfahrern erklären, warum auch der Hass bei uns mittlerweile so groß ist. Die haben einfach keinen Führerschein. Der weiß das einfach nicht. Der checkt nicht, dass das, was er da gerade macht, im Straßenverkehr absolut beschissen ist. Und dass er sich ja auch selbst in Gefahr begibt. Ich glaube, die haben einfach alle keinen Autoführerschein. Das ist das große Problem. Und sagt, was er wollt, mit dem Rennrad auf der Landstraße auf der Innenseite einer Kurve ein Auto überholen, das ist schlicht und ergreifend einfach nur unfassbar dumm. Der Autofahrer weiß ja vor Schreck auch schon gar nicht mehr, wo er überhaupt hinfahren soll. Also den hätte ich auch so weggehupt, wie kann man denn so blöd sein? Und, ja, landet erstmal im Gegenverkehr. Boah, Junge. Und ich meine, wie um alles in der Welt kommt man denn bitte überhaupt erst hier auf die Idee? Ja, aber dann im Folgenden auch noch dieser Abstand hier. Wir müssen jetzt wegen was auch immer nur minimals bremsen. Der wird sofort auf der Klappe liegen, könnte gar nichts mehr machen. Aber ein Auto, das reicht ja bekanntlich noch nicht. Ist das, Digga. Ist das ein Alter. Vollidiot. Und jetzt lass mich raten, jetzt regt er sich noch auf, weil er gehupt hat. Mit uns, ja, da muss er es natürlich auch noch machen. Ich ringe ja selten um Worte, aber das ist einfach schlicht und ergreifend. Okay, hat er nicht gemacht. Einfach nur komplett dumm. Jetzt doch, komm, überhol doch noch den LKW vor der rechts. Ja, was anderes fällt. Im toten Winkel. Mir da echt nicht so ein. So, jetzt springen wir wenigstens mal zu einer Kategorie von Verkehrsteilnehmern weiter, die es halt tatsächlich nicht besser können. Oh. Ja, Rehe, aber das hat nochmal Glück gehabt, aber. Am Ende fahren halt wir als Autofahrer auch schlicht und ergreifend durch deren Lebensraum durch. Und da muss man nachts einfach immer vorsichtig sein, 40 Sekunden später. Ah, hoppla, da steht ja tatsächlich noch eins. Alter. Bambi. Junge, Junge, Junge. Jo, das war mal wieder ein bisschen zu übermotiviert. Aber von Übermotivation mal besser wieder schnell zurück zur Inkompetenz, rechte Spur geradeaus, eigentlich eindeutig. Ja, Chat, das war keine Frau. Hört auf, die ganze Zeit Frauen zu verurteilen. Eins, wenn Frauen super Autofahrer sind. Wirklich, ich kann es auch nicht mehr hören von euch. Das ist keine Frau gewesen. Frauen fahren super Auto, genauso wie Männer. Das hätte auch schief gehen können. Wobei ich glaube, das ist in erster Linie oft gar keine Inkompetenz, sondern diese typische Panikreaktion. Ich bin falsch, ich muss es hier und jetzt sofort korrigieren, später wenden. Danke. Das ist keine Option. Plattformen können sich auch nicht irgendwie anmelden oder irgend sowas. Boah. Komisch, das ist also... asozial. Wow, der ist aber schön schnell eben neben mir hergefahren. Und wisst ihr, Blitzer sind ja oft ein heiß diskutiertes, emotionales Thema, aber ich finde zumindest solche Kandidaten, die dürften ja ruhig schon mal erwischt werden. Das ist noch innerorts, der fährt hier auf der Messstrecke im Schnitt 125 km/h mit beschleunigender Tendenz. Ah, das ist wirklich asozial, aber geiler Klang, hat sich schön angehört. Das heißt, in der Spitze vermutlich noch schneller. Und das muss auch echt nicht sein, aber er war halt heute in bester Gesellschaft, kann man da nur sagen. Aber was dann halt auch nicht sein muss, dass diese Folge tatsächlich schon wieder zu Ende ist. Aber links, da geht es jetzt vielleicht noch weiter für euch. Da ist ein Vorschlag für euch verlinkt, den der Algorithmus für euch ausgesucht hat. Klickt da drauf, dann kommt da hin. Fahrt immer vorsichtig, kommt immer sicher zu Hause an. Das ist immer das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Das sage ich auch gleich nach meinen abschließenden Worten. Statt nach diesem Video, ein weiteres Video im chaotischen Straßenverkehr in Deutschland, muss ich wirklich sagen, mir reicht's. Mir reicht's mit Fahrradfahrern, mir reicht's mit Motorradfahrern und mir reicht's auch mit Autofahrern. Ich bin dafür, dass wir alle endlich aufhören mit dem Scheiß, die Umwelt retten, weil die Umwelt kann sich nicht selber retten und wir müssen die selbst retten. Ich bin dafür, dass wir alle Fußgänger-NPCs werden. Wir lassen ab heute die Autos stehen, die Fahrräder stehen und auch die Motorräder stehen. Okay? Alles für die Umwelt. Wenn du es genauso siehst, dann schreib es sehr gerne in die Kommentare. Das war's mit dem heutigen Dashcam Brothers Germany Video. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Mein Name ist Mochi. Bis bald. Und tschüss.